19 Leute, also kannst du Let's Play Delicious, Emily's Hopes und Fears. Zeit zum Aufräumen. Wirf den Müll im Restaurant weg. Das ist natürlich, oh Gott, wichtig und richtig. Das machen wir mal sofort. Hast du geglaubt, dass alles wieder gut wird, Patrick? Klar doch, davon war ich überzeugt. Mega. Gut. Denn der Müll muss rausgenommen werden. Die Toilette unten tropft und der Trockner macht komische Geräusche. Das werde ich gerne alles erledigen für ein kleines Entgelt. Kleinen schmutzigen... Schmutzfinke. Ja, ja. Kann ich ja alles da reindonnern, ne? Dann brauche ich dann jetzt nicht irgendwie auf irgendwas Bestimmtes warten. So, kleinen Moment. Nachdem ich die ganzen dreckigen Sachen auf dem Tablett hatte, erstmal lecker das Essen da drauf. Ist auch überhaupt nicht unhygienisch, wa? Lecker, lecker, schlecker. Weiß nicht, vor sowas wäre ich fies. Na, scheiß auf, pack auf dein Herz, Junge. So, zack. Da, ich weiß nicht, irgendwie. Muss das meiner Meinung nach nicht sein. Ich bin froh, dass... Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt stell dir mal vor, es wäre irgendwie UV-Lichtpflicht in irgendwelchen Restaurants. Boah, ich glaube, da würden wir alle ein bisschen speien. Denn die meisten Restaurants sind einfach fucking unsauber. Ich muss aber mal sagen, ey, zum Großteil liegt es aber wirklich auch an den Kunden, ne? Also wenn ich mir wieder überlege, wenn wir mal in diesen Fresstempel wie Meckes reingehen, die kommen ja gar nicht hinterher, die Tische sauber zu machen, was sich die Kunden wie sauber benehmen. Und damit meine ich jetzt nicht außersehen beim Essen mal gekleckert, sondern eher absichtlich auf die Tische irgendwas schmieren, Kaugummi drunter packen und bla. Also das macht man nicht, das ist ekelhaft. Widerlich. Und stell dir mal vor, die hätten mal irgendwie so, weiß ich nicht, vor allem auf den Toiletten. Da willst du dann doch nicht mehr drauf. Deswegen bin ich froh, dass es Dinge gibt, die ich mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann. War auch eine interessante Debatte von wegen, jetzt stell dir mal vor, wir könnten die Viren sehen. Was meinst du, wie krass wir uns da verhalten würden untereinander? Oder generell, ich glaube, da würden wir gar nichts mehr anpacken wollen. Aber ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht wesentlich mehr Hände gewaschen als sonst auch. Mein normales Ding. Ich meine, zwischendurch habe ich ein mulmiges Gefühl. Manchmal bin ich mir einfach unsicher, wenn ich an irgendjemanden vorbeilaufe, weil, naja, Gehweg. Weiß nicht, die Leute sind mir manchmal zu lahm, da überhole ich die ganz gerne. Ich kann das einfach nicht hinter irgendwem her schnorken, das ist mir zu blöd. Ob das dann dem einen oder anderen nicht zu nahe ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, ich bin da vielleicht gerade ein paar Sekunden. Keine Ahnung. Aber die würden wahrscheinlich schon ausreichen, was weiß ich. Aber nicht meine Welt. Ich bin froh, wenn der ganze Scheiß vorbei ist. Aber na, das wird erstmal dauern. Kannst nur hoffen, dass die... Na, was heißt Kit geben? Die werden ja unter Hochdruck da arbeiten und testen. Und Tests brauchen einfach ihre Zeit. Das kannst du nicht beschleunigen. Aber wäre halt schön, wenn dann einfach... Das ist halt nervig, ne? Es ist natürlich gut, vielleicht mal sowas zu haben. Ja, wir kriegen es ja einigermaßen in den Griff. Wenn das was komplett Neues wäre, ey, wir würden ja voll wegbrechen, ne? Dass man sich vielleicht auf ein paar Regeln in der Zukunft überlegt. Das Gesundheitswesen im Sinne von die Mitarbeiter aus der Medizin und Pflege. Ein bisschen mehr wertschätzt, auch halt die kleinen Löhner, wie, ich sag mal so, jetzt nicht die Virologen, sondern Kassenkräfte, ja. Lagerlogistikfahrer und all so ein Kram. Ich meine, du merkst jetzt, ne, die brauchen wir am meisten, weil klappt uns alles nach hinten. Aber naja, ich glaube nicht, dass ein großartiges Umdenken stattfinden wird. Und die hüpfen. Grace, meine Liebe, Zeit für deine Vorlesung in Literatur und Geisteswissenschaften. Uff. Danke, dass Grace kommen durfte. War uns ein Vergnügen. Es ist schön, dass ihr alles wieder seinen gewohnten Gang geht.
Ach, guck, Mac. Puff, puff. Ist Rusty auch da? Jo. Ich hab's dir schon mal gesagt, in der Nachbarschaft gibt es eine Lärmschutzverordnung. Diese Monstrosität muss sofort verschwinden. Und mit der Ruhe, Nancy. Wir schauen nur auf Ansprung vorbei. Ich sagte dir, dass wir es schaffen. Rusty und Mac, Emily sagte, dass ihr gekommen seid. Aber ich dachte, ihr seid schon lange wieder weg. Tja, wir wollten noch eine Weile hier bleiben. Mama mag diesen Ort, gib's doch zu, Mami. Oh, nicht so vorlaut, Mac. Sag, wie geht es deiner Tochter? Besser denn je. Ich wusste doch, dass du die Blume findest. Darf ich daran riechen? Ich bring dich zu meinem Laden. Und dann bleibt ihr zum Essen. Dreht deine Nachbarin nicht durch, wenn mein LKW hier steht? Wahrscheinlich. Ach, süß. Sag mal, da wir gerade von Blumen sprechen. Wie geht es ihnen? Habt ihr euch um sie kümmert, während ich weg war? Alles ist in bester Ordnung, stimmt doch, François? Ja, da war es schon mal ein bisschen übler. Nice. Mausinvasion. Fang alle Mäuse. Das machen wir nochmal. Flix hier. Und es geht wieder los. Hat man nicht schon mal so eine Mausinvasion? Ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich bin da einfach gechillt. Du weißt, dass wir einen festen Platz haben und nicht random erscheinen. Weil wenn du dann eine nicht findest, ne? Gegen Ende des Levels ist es mega bitter. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich danach wieder so einen Hauwäsch habe, von wegen ich höre die ganze Zeit irgendwelche Mäuse piepen. Sehe irgendwas, wo nix ist. Jawohl. Tap ta ta da 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 da. Nice. Sehr gut. Da. Kommt schon. Die könnten aber jetzt so ein bisschen intensiver spawnen. Das ist ja hier schon so ein bisschen drauf warten, ne? Dafür, dass das Invasion sein soll, ist das ein bisschen zu wenig. Ach fuck, jetzt hab ich die da unten verpasst. Ach, jo. Jetzt sind ja eh nur noch ein paar. Ja, perfekt. Ah, natürlich steht jetzt die Tuse davor, dass ich das Kind dann nicht erraten. Dreierkombi hätte machen können. So voll ärgerlich. Ja, geh mal zur Seite, danke. Schubs dich weg. Jo, jo. Ach, da unten. Ah. Ich sag doch, ein paar Mal übersehe ich immer. Bam, ba, 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 ba. Einer noch hat das Spuken in eine Pub gefunden. Machen wir doch. Jetzt muss ich halt nur noch bedienen. Die Zeit rumkriegen. Auch nicht schlecht. Ah, aber die sind mir alle so. Na komm, so, zack. Der Rest wird mir ein bisschen zu zickig. Ja, 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 hier. Jetzt aber schnell. Super Soaker aufgedreht. Scheiß drauf, dann die beiden. Hätte ich jetzt mit einem Palmenwedel von uns noch was reißen können, aber. Ich muss es nicht übertreiben. Okay, Sonnencreme und eine Sonnenbrille, das macht Sinn. Aber sag mal ehrlich, Restaurant kannst du es hier nicht wirklich nennen, dann kannst du es nicht mehr Biergarten oder so nennen, weil die Speisen ist ein Witz. Ein paar Kaltgetränke, ja. Eis würde ich auch noch anerkennen, aber jetzt irgendwie so einfach nur Obstteller, weiß ich nicht. Wäre für mich kein Restaurant, wäre halt so das Nachbarschaftsding.
Aber dafür würde ich nicht irgendwo hingehen, weißt du? Und das käuflich erwerben. Da kann ich auch lieber in den nächsten Supermarkt gehen, mir das Obst selber holen und dann mal eben einen Obstsalat machen, schnibbeln oder einfach nur abziehen und zurechtlegen. Oder so krass. Ey, was soll's? Ich will das ja nicht hier in Snackford kleinreden. Die werden sowieso sonst nichts wahrscheinlich haben. Den Feld. Decke auf dem Kopf. Ich frage mich, wohnt hier eigentlich noch ein Snackford? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, war ja doch schon ein bisschen, wenn außerhalb. Die hatten ja recht lange nach einem Haus gesucht. Oh ja. Das war damals auch gar nicht so angenehm mit der guten Sharon. Die war. Ist eine, bleibt eine kleine blöde Misku, muss man ganz ehrlich sagen. Da haben sie sich schon richtig schön Stereotypen rausgepackt. So richtig schön Vorstadt-Klischee hier. Mhm, geil. Yay! Die letzten beiden Level, die Produktherausforderungen, breite alle Produkte und Variationen zweimal zu. Ach du Scheiße. Ja, geil, ne? Ach, das sind die Mönchen. Ich bin müde. Können wir nicht in einem Luxushotel übernachten? Wir sind Mönche, schon vergessen. Wir haben ein Armutsgelübde abgelegt. Okay, dann aber wenigstens eine Frühstückspension. Patrick, da bist du ja. Du hast deine Zahnbürste vergessen. Ja, danke. Können wir uns kurz setzen? Es war eine lange Reise. Klar. Oh, die pennen bestimmt ein, ja. Mönch im Garten, ist auch mal was. Kannst noch deinen Kindern von erzählen und deinen Kinderskindern, ey. Hammer. So. Perfekt. So, dann bezahle ich mal eben. Ich gerade nicht weiß. Zack. Dass ich alles schon so auf dem Tablett habe. Mach ich mal eben hier den. Machen wir nochmal hier. Unterm Laternenfall ist die Maus. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Ah, schade. Na gut, da war ich zu schnell. Kann das sein, dass er nicht richtig zählt? Nee, doch, macht okay. So, warte mal. Ach nee, ich muss es ja auch zweimal machen, klar. Zweimal stand da ja, ganz klar. Ja, Moment, ich bin dabei. Muss ich den Scheiß ja auch nochmal Sicherheitsdörfer einmal machen. Ja, perfekt, genau hier. Hätten wir auch, und weil ich gerade echt nicht weiß. Ja, gut so. Ja, dann, also ich würde mich jetzt nicht auf die Bestellung verlassen, aber nicht ganz einfach. Da würde ich vielleicht versuchen, systematisch vorzugehen. Ich habe das verdaddelt damit in zweimal. Dann hätte ich direkt zweimal Wasserpistole, zweimal bla. Plus die Varianten. Und dann halt nebenbei noch das, was die hier auch bestellen. Irritiert war von wegen, das habe ich ja schon angeklickt, warum gab es dafür nochmal Punkte? Ja, zweimal, zweimal das gleiche. Ja gut, aber das geht ja auch recht schnell, ne? Muss man einmal ein bisschen konzentriert durchpfeffern, dann ist das weg. War klar, doppelt sich mal das Angebot und ich meine, Eis war jetzt auch einmal schon mal die ganze Variationsschiene durch.
Aber sicher ist sicher, ne? Man kann ja einfach nie wissen, ob alles wirklich drankommt. Dann hast du es halt gemacht. Gerade wenn du so eine vergessliche kleine Nuss bist wie ich, dann ideal. So. Bitteschön. Mal Taucherbrille und ein paar Erdbeeren. Boah, Erdbeeren, Alter, habe ich mir auch jetzt letztens wieder geholt. Aber ist noch nicht so weit. Die waren noch nicht so geil. Wobei, heute Morgen in meinem Skier-Joghurt war das schon sehr geil. Allerdings packe ich in meinen Skier immer etwas, war das More Nutritions? Ich glaube ja, so ein Geschmackspulver rein. Kokosweiße Schokolade. Das ist halt super süß, weil da irgendein, ich nenne es mal gut bekömmlicher Zucker ist. Ich weiß nicht, ob es Stevia war oder Erythrizin oder Birkenzucker oder irgendwie was, was quasi so gut wie, ja, kalorienarm ist. Aber dafür knacke süß, ne? Uff. Ich meine, die Erdbeeren waren noch nicht so weit, ne? Aber dadurch, dass halt das Zeug so süß war und dann noch, aber trotzdem noch dieses geile, saure vom Skierjoghurt. Das konnte auf jeden Fall was. Das war schon, das war sehr, oder ist sehr zu empfehlen. So blöd, dass ich keine Erdbeeren morgen früh habe. Dann mache ich mir leider nur so einen Skierjoghurt. Mit Kokos, das hat auch richtig gut harmoniert. Mache ich mir morgen einfach eine andere Sorte. Wo ich sage, da würde das vielleicht nicht so gut gehen. So wie Cream Peach oder Cream Raspberry. Nicht einen Kollegen ärgern. Also, ihr seid so weit gereist, um mir meine Zahnbürste zu bringen? Ja, ja. Der große Kerl sagte, wir könnten damit Demut lernen. Eigentlich will er aber nur wissen, ob du wohlbehalten zu deiner Tochter zurückgekehrt bist. Danke, Jungs. Alles hat sich prächtig entwickelt. Emily, das sind die Menschen, die mir am Ende der Reise geholfen haben, die Blume zu finden. Oh, und wir laufen so rot an. Wir wollten uns gerade ein Restaurant suchen. Bitte bleib doch bei uns. Es wäre uns ein Vergnügen. Danach bleibt ihr hier, bis ihr wieder abreist. Abgemacht. Denkst du, ich darf mir einen Burger bestellen? Ich hätte nichts dagegen. Ich finde, wenn der Hunger treibt sein. Noch mal ein Mönch muss mal 5 Grad lenzen. Memory, merkt die Bestellung der Kunden. Oh Gott, hat man das nicht schon mal? Oh, bitte nicht. Oh Mann. Tension Kate. Tantchen Angela! Schön, dass du noch lebst, großer Bruder. Angela, ich bin froh, dass du hier bist. Wo ist Jimmy? Ach, das ist eine lange Geschichte. Erzähl ich dir beim Essen abgemacht. Jetzt dreht sich erst einmal alles um unsere Lieblingsnichte, stimmt's, Paige? Ich glaube, die ist ja gar nicht mehr mit dem Jimmy, ne? Aber der war da auch ein komischer. Da weiß ich nicht, was sie sich gedacht haben. Der war doch viel zu alt und schmierig. Ja, guck mal, das geht aber mit der Memory. Das geht fitti die fatti. Kinder ist bestellt. Mutti ist müde und kann nicht mehr so richtig gut nachdenken. Wir wollen eine Coke und dann hier das machen wir. Und dann hier Milchshake, Cola und Erdbeeren. Ja, dass du den Eimer willst, das ist jetzt hier irgendwie nicht so die Herausforderung. Zurück zum Fressparadies. Kok und Trauben. Was ist gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen. Oh, dahinter ist jetzt Maus. Oh, käsiger Kaktus haben wir freigestellt. Wir haben jetzt dann alle Karls dieser Welt gefunden. Wir wissen, die grauen Zellen anzuregen, gar nicht verkehrt, aber. Peng. Das läuft. Das läuft besser als alles andere, weil wenn ich das direkt sehe und mir direkt aufs Tablett packe, dann geht das. Weil die sind auch recht lange da, vom Intervall her. Und ich meine, die tauchen ja auch wieder auf, wenn du dir unsicher bist oder wenn du das Falsche gebracht haben solltest. Ja.
geht dann eigentlich ganz gut. Tricolore und De Fanta. De Pinke. Halt, das machen wir sofort. Ducolore und auch wieder das Esslige, das Eklige. Nice, doppelt abkassiert. War gerade haarscharf. Oma, bestell! Okay, das machen wir mal. Meine Güte, ist das Spiel dann auch schon wieder rum, ne? Wobei, gut, ich muss halt eben noch, wie gesagt, unter einmal den Special Part, ich nenne das dann mal Special Part, ob es so special ist, weiß ich nicht. Es steht ja eigentlich erklärt, wie man die ganzen Trophäen bekommt. Aber ich denke mal, vielleicht hier und da ein bisschen was machen. Tipps und Tricks. Das kann ich ja noch erwähnen. Aber es ist nicht so schwer, das alles voll zu kriegen. Das meiste kannst du erst, wenn du einmal alles durchgemacht hast, plus bestimmte Sachen musst du nachspielen, wenn das Spiel quasi durch ist. Weil du dann zum Beispiel genügend Geld hast, um halt alle restlichen Items zu kaufen. Das ist immer so ein Ding, dass du alle Items in den Restaurants gekauft haben musst, um bei Delicious bestimmte Trophäen zu bekommen. Oder halt diese Kilometeranzahl, dass du halt eine gewisse Schrittanzahl gegangen bist. Ja, das machst du automatisch, wenn du halt am Replayen bist. Das hat dann die ganze Zeit mehr in Bewegung. So, dann machen wir mal. Und das gleiche gilt ja auch noch, du musst auch noch bestimmte Sidequests, Quests vollziehen. Ich muss mal gucken, eventuell mache ich mal so ein Mäuse. Oh Gott, das wird aber mich umbringen, Alter, wenn ich so einen Mäusepart mache, alle Mäuse finden. Da darf ich dann nämlich selber mal im Let's Play nachschauen. Oh Gott. Eventuell breche ich das runter, irgendwie alle Mäuse da in, keine Ahnung, Levelabschnitt 1 bis bla. Ja, ich würde gerne, danke. Das wäre, glaube ich, ganz vernünftig. Oh Gott, das wird ein riesen Part werden ansonsten. Mal schauen. Jawohl. Mal, dafür müssten wir jetzt auch eine Belohnung bekommen, dass wir alles mit höchster Note abschließen. Und dass wir das hier abschließen, müssten wir eigentlich auch noch was bekommen. Ja, Doppelregenbogenblume. Alle Herausforderungen und Bonuslevel abgeschlossen haben wir zum Beispiel. Es wird Zeit für deine gute Nachtgeschichte, kleiner Kürbis. Der Familienstammbaum im Riesgarten 2 abgeschlossen. Blumengeschichte, Blumengeschichte. Was für eine solche Lesung, kleiner Kürbis. Sternblume an einem Tag 3 Sterne erreicht. Bäm. Papa Heldengeschichte. Ach süß. Und das letzte Foto. Papa ist ein Held. Papa ist ein Held, genau, Held. Page will immer nur Papas Blumengeschichte hören. Zum Glück hat sie ein Happy End. Es war der heißeste aller Zeiten in der kleinen Stadt Snuggford. Vielen Dank, dass du Delicious, Emily's Hopes und Fears gespielt hast. Yay! Also es war mal ein bisschen anders, weil du eben nicht Emily gespielt hast, sondern Patrick. Die Geschichte war so ein bisschen weep. Naja, aber das ist halt meistens so. Ich fand allerdings doch schon recht schwach. Da fand ich andere Delicious-Teile besser, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Weil ich meine, hat jetzt Spaß, das zu spielen. Ja, das hat mir gut gefallen. Aber naja. So richtig hat es mich nicht geflasht. Ich kann das leider auch nicht beschleunigen, ne? No offense, aber wow. Geil. Hier am Rand vor allem den. Trotzdem schön, das hat mich gefreut. Hm, ist das wirklich alles so passiert? Ich glaube nicht. Ja, so war es in meiner Erinnerung. In meiner nicht. Wir sollten jetzt wirklich gehen. Wiedersehen. Warum vibriert ihr so komisch? Ich brauche Hilfe. Ich suche einen Mann namens Edward. Ich muss ihm etwas Wichtiges mitteilen.
Ich kenne keinen Edward, doch der Hohepriester sagt immer, was du auch suchst, gewöhnlich findest du es um die Ecke. Danke. Lol. Fortsetzung folgt, wollte ich gerade sagen. Sucht er unseren Edward? Ja. Das wär's dann auch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt's einen Special Part. Bis dahin noch viel Spaß und Way.